Und wir beginnen mit einem Projekt, das sowohl einen Berliner wie einen Brandenburger Fußabdruck hat, kann man sagen. Trippenschuhe, Geheimtipp für Leute, die hochqualitative Schuhe gerne tragen wollen. Und was wenige wissen ist, sie werden wirklich vollständig in Berlin entwickelt und in Brandenburg hergestellt, seit geraumer Zeit, unter Verwendung der Personen und der Maschinen, die früher in einer alten DDR-Schuhfabrik in Brandenburg betrieben worden sind. Und das von vornherein unter der Maßgabe, dass die Produkte, die Gestaltung und die Produktion und auch der Vertrieb, denke ich mal, Nachhaltigkeitskriterien folgen sollte. Die Geschichte fanden wir so spannend, dass wir Michael Oehler, einen der Geschäftsführer von Trippen, eingeladen haben. Er hat sich nach einigen Zögern auch überzeugen lassen, zu uns zu kommen. Er hat zusammen mit Angela Spieth dieses Unternehmen gegründet, aufgebaut und hält es bis heute am Laufen. Und was es eben auch heißt, ein solches Unternehmen heute am Markt und am Laufen zu halten, dazu wird er uns einiges sagen. Willkommen, Michael Oehler. Vielen Dank für die Einladung. Wir gehören in Brandenburg auch zu den, wo war sie denn? Zu den stillen Nutzern. Wir haben eine Platte mit 4 Stockwerken und so eine große Mensahalle, in der wir allerdings produzieren. Ich brauche nochmal. Angela Spieth, meine Gründungspartnerin, hatte wie auch ich, bevor wir Trippen gegründet haben, 10 Jahre Berufserfahrung. Angela hat an der UdK oder an der HDK damals noch Mode studiert und war dann 3 Jahre in Süddeutschland bei Barmer und hat danach in Asien Schuhe produziert und kam irgendwann zurück und sagte, das möchte ich nicht mehr. Die haben mir bei der Besprechung meiner letzten Entwürfe haben sie mir gesagt, dass die Materialkosten 2,50 Dollar sind und die Lohnkosten vernachlässigbar sind. Bei mir war das so, ich habe meine Gesellenzeit in der Orthopädie gemacht und habe danach so viel Schuhe für Bühne und Film gemacht. Dann kam die Wende und sie haben mir meine beiden Theater geschlossen, das Schiller-Theater und die Freie Volksbühne. Und wir waren sozusagen im gleichen Moment auf der Suche nach was Neuem und haben uns überlegt, wie man die Schuhindustrie ganz anders versuchen könnte. Wir haben uns zu einem Workshop zusammengefunden und haben festgestellt, dass wir sehr unterschiedlich sind und haben aber so Holzsohlen aus der DDR, aus den 60ern gefunden und haben versucht, einfach eine andere Gestaltung drüber zu probieren. Was sich dabei herausgestellt hat, ist, dass man sehr gut einen modischen Anspruch oder den Traum von der großen Mode von Angela und meinen Spaß an dem Umsetzen von kreativen oder von nachhaltigen Ansätzen zusammendenken kann und dass man da tatsächlich ein Produkt draus machen kann. Das Konzept, was wir sozusagen in dem Workshop entwickelt haben, basierte darauf, dass wir uns überlegt haben, Schuhe brauchen irgendeine Form und es gab schon in 1909 so eine Wandervogelbewegung, die erste Naturformbewegung hervorgerufen haben. Und wir haben diese Form einfach übernommen. Und im Gegensatz, wie das sonst in der Schuhindustrie üblich ist, dass man jede Saison eine neue Form macht, neue Sohlen und so weiter, haben wir die ehrlich gesagt immer noch und es ist auch immer noch unser wichtigstes Produkt. Dann haben wir uns überlegt, dass bei den Sohlen würden wir gerne das stabilste Material nehmen, was es gibt, das ist Gummi, und wir würden gerne eine Gestaltung entwerfen, die auch dazu führt, dass man es immer wieder neu besohlen kann, und dadurch haben wir sozusagen so eine Art schwebende Optik bekommen, denn bei uns kann man einfach die Naht wieder aufschleifen, runterreißen und neu besohlen. Seit 30 Jahren sammeln wir in 2 Garagen diese Sohlen, die sind jetzt voll. Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier weitergeht. Ah ja, das Nächste ist, dass wir eigentlich viel damit gearbeitet haben, dass wir mit den Schnitten gearbeitet haben und haben sozusagen versucht,
Teile auch wegzulassen, die sonst in Schuhen als Verstärkungsmaterialien sind, also, und haben die einfach immer über Schnittlösungen gemacht. Also normalerweise ist so ein Schuh hier mehrfach festgearbeitet und wir haben einfach durch zwei geschickt gelegte und so verdrehte Schnittlinien die Stabilität erreicht. Bei dem Material haben wir uns vorwiegend für Leder entschieden, weil das einfach auch das Hochwertigste ist, weil es lange hält und gepflegt werden kann und wunderbar altert. Und so Anfang der 90er Jahre ist so klar geworden, dass es in Italien eine Taschenindustrie gibt, die noch wesentlich mit pflanzlich gegerbten Ledern arbeitet. Ach so. Und wir haben dann sozusagen mit einer Gerberei in den letzten 30 Jahren unsere Zusammenarbeit aufgebaut und haben halt versucht, das mehr oder weniger geschlossenen Kreisläufen zu machen, und die Abfälle werden auch einigermaßen vernünftig entsorgt. In den Schuhen ist in der Regel immer ein Korkfußbett, was rausnehmbar ist, sodass jeder auch seine Schuhe öfter mal neu machen kann. Was bei uns, glaube ich, in der Gestaltung total wichtig ist, dass wir uns sehr viel darüber nachgedacht haben, wie kann man so Anforderungen, wie zum Beispiel, wenn man einen Ballen hat oder wenn man andere Fußschmerzen hat, das so gestalten, dass alles ganz, ganz weich ist und dann aber dennoch eine schöne Form hat. Muss ich mal gucken. Im Endeffekt haben Angela und ich alle Sachen immer sehr, sehr nachhaltig bestritten und haben uns dann aber meist dazu entschieden, dass über ein seriöses Produktdesign wir das dann gut hingekriegt haben. Angefangen haben wir die Schuhe zu produzieren in Berlin, in meiner Kreuzberger Werkstatt, und dort haben wir vorwiegend mit Studenten, Hausbesetzern und Balkankriegsflüchtlingen gearbeitet. Das hat die ersten Jahre super funktioniert, doch 1992 sind wir dann das erste Mal nach Zedenik gekommen, weil wir den Tipp bekommen haben, dass es dort Maschinen aus einer Konkursmasse gab. Zedenik war, ich habe auch die Dame aus Mildenberg gesehen auf den Videos, Zedenik war zur Zeit, als Berlin aufgebaut ist, Europas größter Stiegelzahnort. Und deshalb gab es dort immer auch eine Leichtindustrie, und sozusagen von dort kamen unsere Fachkräfte aus der Textilfabrik und der Schuhfabrik. Nach der Wende haben wir dann gemerkt, nee, das ist jetzt übersprungen, 98 das ist auch, haben wir in Zedenik angefangen, und da war es dann so, dass wir nicht mehr mit diesem chaotischen Berliner Werkstattding arbeiten wollten, sondern dass wir angefangen haben und dass wir gerne auch in der richtigen Struktur arbeiten wollten. Und dafür sind wir nach Zedenik gegangen, haben den ehemaligen Leiter der Schuhfabrik gefragt, ob er denn nicht mit ein paar Frauen zusammen in einem Monat 1000 Paar von unseren Holzschuhen machen könnte. Das hat super geklappt, und dann haben wir dort losgelegt. Für die Damen dort war das total wichtig, weil gerade nach der Wende haben die Frauen dort alle ihre Arbeit verloren, haben sehr wilde Arbeitsbiografien gehabt, weil sie dieses und jenes probiert haben. Und die waren alle viele, viele Jahre sehr, sehr dankbar, dass sie wieder an ihrer Nähmaschine sitzen durften. Später kamen dann die Deutschlandrückkehrer aus Russland dazu, und wir waren immer so ein Betrieb, der sehr integriert gearbeitet hat. Wir haben dann in Hochzeiten, haben wir in Zedenik bei den Holzschuhen 40.000 Paar über den Winter gemacht. Uns ist dann immer deutlicher geworden, dass wir irgendwas machen müssen, um im Sommer eben auch Winterschuhe machen zu können. Und dann haben wir angefangen, noch weiter an unserem Konzept zu arbeiten und haben zum Beispiel so Sohlen entwickelt, die wie ein Trampolin funktionieren und dann quasi keine Schaumstoffe und so weiter mehr benötigen. Und wir haben viel an diesen Schnittgeschichten weitergearbeitet. Und die ganzen neuen Produkte haben wir immer in Zedenik gemacht. Wir haben in Zedenik nie hierarchische Strukturen gehabt, weil wir haben sozusagen mit den Mitarbeitern dort gelernt, wie man eine Schuhfabrik aufbaut, und haben das ganze Ding einfach darüber getrieben, dass wir quasi
die Aufträge, die immer mehr wurden, abgearbeitet haben. 2009 kam dann die Finanzkrise und es war klar, dass wir einiges an Umsätzen verlieren werden. Und wir haben dann unsere italienische Auftragsproduktion nach Zedenik gezogen, haben nochmal gebaut und haben dann dort weiter produziert. 2015 kamen die Migranten, da haben wir auch einige aufgenommen und haben dann irgendwann einen Integrationspreis für unsere ganzen Integrationen bekommen und letzten Endes auch das Versprechen von der Integrationsbeauftragten, dass wenn die Afghanen abgeschoben werden sollen, was jetzt keiner mehr denkt, aber damals haben sie es gerade als Rückführland erklärt, dass wir auf jeden Fall, dass sie nicht die gleichen abschieben, die sie auch ausgezeichnet haben. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen über so drei Nachhaltigkeitskonflikte sprechen, die wir sozusagen haben. Weil, ja, der erste ist sozusagen, Naomi Klein hat es schön geschrieben mit No Logo 1999 und hat halt gesagt, dass sich die Firmen alle aus der Verantwortung für die Produktion rausgezogen haben. Wir hatten am Anfang zum Teil in Italien produziert und zum Teil in Deutschland und haben dann die italienische Produktion hochgezogen und haben festgestellt, dass es wahnsinnig schwierig ist, in dieser Saisonbranche eine regelmäßige Auslastung hinzukriegen. Und wir haben da auch ganz viel probiert und auch hingekriegt, aber es hat einfach immer Leerphasen gegeben. Also wir liefern im Januar die Winterschuhe auf, wir haben erst im März die Order für die nächsten Winter, die Sommerschuhe aus, haben erst im März die nächsten Orders, sodass es da immer ein Loch gibt, was schwierig ist. Die Mitbewerber, mit denen wir angefangen haben, wie Camper oder Lines, sind dann in der gleichen Zeit immer weiter erst nach Südosteuropa, später nach Südostasien gezogen, sodass, was am Anfang das gleiche Preisniveau war, ist für uns sozusagen, wir haben einfach Kosten das Doppelte heute. Und das hat bei uns immer auch dann zur Folge gehabt, dass zwar am Anfang kamen unsere Mitarbeiter und wir konnten ohne weiteres den doppelten Lohn zahlen wie in einem Callcenter. Und die letzten Jahre haben wir uns aber nicht mehr getraut, die Löhne hochzuheben und das Produkt weiter teurer zu machen. Das ist sozusagen dieser erste Nachhaltigkeitskonflikt, den wir in Wirklichkeit nicht lösen können. Also es wäre gar kein Problem zu sagen, wir reduzieren unsere 60.000, 70.000 Paar Schuhe, die wir im Jahr dort machen, auf vielleicht 10.000, 15.000 und produzieren mit eben auch entsprechend weniger Mitarbeitern für eine ganz kleine schwarze Mode. Aber das irgendwie kleben wir auch an den Leuten. Also es ist nicht so einfach. Der zweite Nachhaltigkeitskonflikt ist das angesprochene Lieferkettengesetz. Da haben wir einfach so gemerkt, dass plötzlich so ein Material, das für uns hochwertig und nachhaltig ist, wie Leder durch die Betrachtung der Massentierhaltung einfach völlig diskreditiert wird. Das heißt, eigentlich müssen die Schuhe plötzlich vegan sein, wenn sie nachhaltig sein sollen. Das ist ein wahnsinnig großes kommunikatives Problem für uns, weil wir eigentlich das ja auch gut finden, dass sie von Tieren sind. Und wir haben schon zwischendurch so überlegt, ob wir versuchen, über so Bio-Metzger oder so das ein bisschen abzufedern, aber in Wirklichkeit ist das keine Alternative. Der dritte Nachhaltigkeitskonflikt, den wir haben, ist unsere Sohle, weil die aus Petrogummi ist. Und diese fossilen Energien oder fossilen Träger einfach auch ein No-Go sind. Und dann merken wir halt, dass es gar nicht so leicht ist, da dann noch eine neue Perspektive zu entwickeln. Und das ist sozusagen das, wo wir im Moment so sind. Wir können unser altes Ding weitermachen und das geht auch irgendwie jetzt jenseits von Corona. Aber ja, und wenn man vergleicht, wie die Kommunikation sonst läuft, dann funktioniert es halt einfach so, dass sie einfach sagen, ja, wir machen 25% so und so gut und 80% dort gut. Und eigentlich finde ich das schon richtig, dass man so einen Weg geht. Aber es ist ja eigentlich auch ein Mischmaterial, was hinterher nicht wirklich entsorgt werden kann. Das heißt, es geht noch sehr, sehr lang, glaube ich, bis es da Materialien gibt. Wir sind selber beteiligt an irgendeiner Studie, wo man so versucht, diese aus der Papierindustrie so Abfallsachen
aufzuarbeiten, und das sieht auch so aus, als würde das irgendwann funktionieren. Aber das geht noch 5-6 Jahre, und was wir so, wie wir das bis dahin kommunizieren, ist für uns nach wie vor ein Problem. Wir haben jetzt aber zum ersten Mal sozusagen ein 100%iges Recyclingprojekt gemacht. Aus den in der Garage gesammelten Sohlen haben wir einfach eine Platte pressen lassen, und aus unseren Lederresten haben wir kleine Stücke geschnitten, zusammengeklebt, geschliffen, und die haben dann tatsächlich auch eine ganz schöne Avantgarde-Optik bekommen. Das Polster, was hier drin ist, das sind recycelte Plastikflaschen. Und wir haben noch ein anderes Projekt gemacht, was mein Sohn gemacht hat, der meinte, also das kann man alles so machen, dass das kompostierbar ist, und dachte, und ich kriege das auch hin, dass das 100 € kostet. Der hat so belgische Postsäcke gefunden, die er bedruckt hat und einen Sneaker draus gemacht hat mit einem Naturcrepe und auch einem Naturkorksohle. Nur der Aufwand dieser Sohle, in die quasi sozusagen durch einen Schichtenaufbau die Funktion wieder, dass das ordentlich hält, dass es lange ablaufbar ist und so weiter, aufgenommen ist, kosten die halt auch jetzt im Laden 350 oder so. Das heißt, es ist nicht für seine Zielgruppe oder die Zielgruppe seiner Freunde. Also für uns ist jetzt halt so, dass wir merken, wir können mit unserem handwerklichen Aspekten keine wirkliche nachhaltige Lösung ziehen, haben aber, um Corona zu überleben, eine Immobilie in Berlin verkauft und haben ganz viel Geld auf dem Konto und könnten durchaus, wenn es ein neues Material gäbe, auch eine automatische Anlage hinstellen und irgendeinen Sneaker produzieren, der ging, vielleicht mit 10-12 Leuten und nicht mit 100, aber wir werden sowas sicherlich anstreben, haben aber im Moment nach wie vor das Problem, dass es einfach noch keine wirklich verbindlichen, sauberen Materialien gibt. Vielen Dank.